Ja, guten Morgen und ein herzliches Narinaro hier aus Oberndorf. Es ist jetzt kurz nach 8.30 Uhr. Der historische Narrensprung in Oberndorf hat begonnen. Ich höre die Musik im Hintergrund. Es müsste also bald auch der Stadtkapelle ins Bild kommen, weil die Umzugsaufstellung dieses Jahr etwas verkürzt wurde. Also man stellt sich nicht mehr an der Wasserfallhalle hinten auf, sondern am Kreisverkehr. Und ich denke, in den nächsten paar Minuten sehen wir hier die ersten Narren. Wir haben keinen Regen, keinen Sturm, wir haben eigentlich bestes Narrenwetter. Es ist kühl, aber trocken. Ja, liebe Follower, guten Morgen aus Irland, guten Morgen aus Spanien, guten Morgen aus Sigmaringen. Schön, wir sind international, aber auch lokal. Ich grüße euch hier aus Oberndorf zurück. Ja, und ein bisschen was vorab kann ich euch auch schon verraten. Also der historische Narrensprung in Oberndorf ist jetzt nicht wie in Rottweil, dass alle Figuren durcheinander laufen, sondern hier ist es aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Das heißt, wir werden den Hansel sehen, wir werden den Narro sehen und wir werden den Schandle sehen. Aber schön geordnet und miteinander. Und ein Blick auf die Ehrentribüne verrät mir, dass der Volker Kauder da ist. Den sehe ich. Es sind verschiedene Vertreter aus den umliegenden Zünften dabei. Aber auch Viererbundvertreter. Natürlich der Oberndorfer Bürgermeister. Ja, liebe Bianca, in Überlingen, korrekt, findet das nächste Viererbundtreffen statt nächstes Jahr. Es ist jetzt zwar nicht mehr ganz in unserem Verbreitungsgebiet, aber wir haben ja zwei historische Zünfte, die daran teilnehmen und da werden wir sicherlich auch den ein oder anderen Beitrag liefern. Und wenn wir jetzt in die Ferne schauen, sehen wir schon die roten Schirme. Die roten Schirme sind das markante Zeichen vom Oberndorfer Hansel. Und vorneweg haben wir eine ziemlich große Gruppe Narrensamen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt also, auch die Kleinsten springen wieder mit.
Ja, wohl wahr, liebe Bianca. Also es ist immer sehr viel los. Man sieht, die Zuschauer sind auch gut. Zweier- bis Dreierreihen vertreten hier. Und ja, das Althistorische immer wunderschön zum Anschauen. Sehen wir genauso. Ja, liebe Erika, deswegen bist du ja bei uns im Livestream. Dann kannst du das auch von dort, wo du jetzt wohnst, auch mitverfolgen. Ja, und es wird immer lauter. Sie nähern sich so langsam. Ja, lieber Jan, Grüße zurück nach Holland. Es ist schön, dass ich ein paar Namen wiedererkenne. Also gestern, ich glaube, ihr wart gestern auch schon bei uns im Stream. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, vorneweg sehen wir drei Reiter. Die Reiter, die sorgen noch so ein bisschen dafür, dass die Zuschauer nicht ganz so weit in der Straße stehen, damit die Narren auch genügend Platz haben. Ja, und vorneweg die Kleinsten, der Narrensamen. Noch ohne Maske, aber dafür genauso schön geschminkt. Und die wollen das Bad in der Menge natürlich auch genießen und ihren Teil zur schönen Oberndorfer Fasnet beisteuern. Und schmeißen eifrig mit Bonbons, im Schwäbischen gerne Gutzle genannt. Und die Stadtkapelle Oberndorf schließt sich dem Narrensamen an und spielt den Narrenmarsch. Da haben wir ihn, den Hansel. Ein wunderschönes Bild mit den markanten roten Schirmen. Ja, liebe Grüße nach Villingendorf zurück. Und natürlich auch Grüße nach Schönwald. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und der Oberndorfer Hansel ist mit seiner orangefarbenen Pluderhose, seinem dunkelroten Kittel, seiner Hanfperücke, der Maske und dem Knellbart sowie seinem roten Sonnenschirm in seiner Art und Kleidung im schwäbisch-alemannischen Raum einmalig. Ja, liebe Barbara, Grüße zurück nach Seedorf. Bachnerfahrt, schön, dass ihr dabei wart. War natürlich auch toll, geht schon. Können wir bestätigen, wir waren ja auch dort.
Liebe Michaela, Grüße zurück aus Richtung Eschbronn-Locherhof. So, jetzt schalten sich immer mehr ein. Schön, dass ihr dabei seid. Niedereschach lese ich da, liebe Renate, Biggi aus Albstadt. Schön, dass ihr dabei seid und mit uns den historischen Narrensprung in Oberndorf verfolgt. Und damit die Narren nicht aus dem Takt kommen, oder da besser gesagt der Hansel nicht aus dem Takt kommt, sind immer wieder Musikvereine dazwischen, die den Narrenmarsch spielen. In dem Fall kommt jetzt die Musikkapelle Alt-Oberndorf. Ja, liebe Katrin, sonnige Grüße dann in dem Fall an dich nach Tunesien. Liebe Michaela, vielen Dank für das Kompliment. Machen wir gerne für euch. Also bei der großen Anzahl an roten Schirmen könnte man meinen, es regnet hier. Das ist aber nicht der Fall. Das gehört einfach zum Narrentyp Hansel dazu, dieser markante rote Schirm. Ja, lieber Antonio, liebe Grüße zurück nach Frankreich. Feiert ihr denn auch Fasnacht in Frankreich oder gibt es bei euch auch um diese Jahreszeit Brauchtümer? Lieber Andreas, Gruß nach Kassel zurück. Erneut haben wir eine Kapelle. Diesmal ist es der Musikverein aus Oberndorf-Boll. Thank you.
liebe Erika, das kann ich verstehen, weil der Hanse, der springt wunderbar im Rhythmus zum Narrenmarsch. Ja, lieber Ralf, Grüße zurück nach Überlingen. Ihr habt ja nächstes Jahr das Heimspiel beim großen Viererbund-Treffen. Da freuen wir uns auch schon sehr, wenn bekanntlicherweise Elzach, Überlingen, Rottweil und Oberndorf zusammenkommen und ein aus unserer Sicht wunderschönes Spektakel bieten. Ja, liebe Michaela, einen Kaffee hatte ich zwar vorher im Büro noch bei den Kollegen, aber hier draußen jetzt leider nicht. Es ist abermals ein bisschen windig und kalt, aber wir halten durch für euch. So, und wer jetzt genau ins Bild schaut, sieht, dass die roten Schirme mit dem Hansel so langsam aufhören. Als nächstes kündigt sich dann der Narro an. Erneut eine Kapelle, diesmal haben wir den Musikverein Trichtingen. Und da haben wir ihn, den Oberndorfer Narro. Auch ein bisschen was zum Oberndorfer Narro. Er hat bunt bemalte weiße Leinenhosen und Kittel, Schellen und eine Holzmaske. Eine Besonderheit und Einmaligkeit ist seine große und markante Brezelstange. Und diese Brezel verteilt er natürlich fleißig an die Besucher. Genau, lieber Marius Müller, der Brezelsegen. Ja, liebe Carmen, wir haben noch nicht gezählt, aber in der Tat, die ganze Stadt ist unterwegs. Also es sind ein paar Tausend. Ich gehe davon aus, dass wir sicherlich zwischen 2.800 und 3.000 Narren mal grob geschätzt haben. Weil auch schon die Hansel waren ja auch schon nicht wenig. Jetzt vom Narro kommen auch noch einige.
und diesmal ganz in Orange der Musikverein aus Oberndorf-Eichsteig. Liebe Bärbel, absolut richtig. Eichsteig, was kostet die Welt? 3 Pfennig ist mein bares Geld. Auch ein sehr, sehr schöner Narrenspruch aus dem Teilort von Oberndorf. So, jetzt wird es hier ein bisschen windiger. Das seht ihr auch an den Narrenkleidern, die so mit dem Wind sich bewegen. Zumindest oben die Federn. Und auch der Regen hat ein bisschen zugenommen. Jetzt hoffen wir nur, dass es eine kleine Wind- und Regenfront ist. Also die Narros laufen jetzt heute ganz so, wie es eigentlich sein sollte. Es sind sehr, sehr viele Lücken dazwischen. Das ist ein bisschen schade. Das heißt also, ihr seht jetzt gerade auch ein bisschen mehr Straße und weniger Narros. Ja, liebe Ulrike Wusterkölle Alav, Narina Roth zurück. Ihr habt ja auch noch Jubel, Trubel, Heiterkeit bis morgen bekanntlich.
und jetzt sind wir bei einer ganz schönen Gruppe angekommen. Jetzt sind wir beim Schandle. Der Schandle ist etwa um 1800 rum entstanden und wurde am wenigsten verfeinert. Er trägt bis heute noch seine Hosen und seinen Kittel aus Rumpfenstoff mit bunten Flecken oder ist mit Plätzle besetzt. Seine Maske hat eine markante Nase. Der Ausdruck ist mal grinsend, grob, schächtig oder fast furchterregend. Also die Masken sind nicht alle gleich. Und der Schandle genießt also ein bisschen ein kleines Privileg hier in Oberndorf. Er darf nämlich vor dem Fasnetzdienstag schon auf die Straße und durch die Lokale ziehen. Zum sogenannten Aufsagen. Weil nämlich Narro und Hansel, die wir zuvor gesehen haben, die sind nur zum historischen Narrensprung zugelassen. Ja, und beim Schandle muss man schon so ein bisschen Textsicherheit haben. Also er führt ja Orangen, Bonbons und vor allem auch die markante Wurst an einem Stab mit. Und wer hier Textsicherheit besitzt, der wird dann auch reichlich ausgestattet mit Orangen, Bonbons oder anderen Dingen. Liebe Carmen, genau, in Oberndorf hat es einen ganz speziellen Namen mit den Schandle, das sogenannte Rammeln. Das war dann gestern der Fall. Ja, und jetzt versuche ich mich auch mal so ein bisschen zum Besten hier. Ich versuche mal den ein oder anderen Narrenspruch euch näher zu bringen. In der hinteren Gasse, in der vorderen Gasse, da wohnt ein dicker Beck. Der streckt seinen Arsch zum Fenster raus, man meint, es sei ein Weg. Es ist kein Weg, es ist kein Weg, es ist der Arsch vom Richter weg. Das ist zum Beispiel einer von diesen Narrensprüchen. Oder zumindest ein sehr beliebter, der gerne aufgesagt werden muss. Thank you.
Ja, lieber Wolfgang, schön, dass es dir gefällt und du ein bisschen in deiner Heimat in Erinnerung schwelgen kannst mit uns. Ja, und der Schandle, beim Schandle muss man nicht nur Sprüche aufsagen, sondern er kann auch musizieren. Das sehen wir jetzt da hinten. Da kommt eine Schandle-Kapelle. Bitte entschuldigt den ein oder anderen Wackler im Bild. Ich stehe hier auf einem Brunnen und wenn da eine kleine Windböe kommt, wackelt mein Stativ immer sehr. Und hier jetzt besagte Schandle-Kapelle. Und dieser Schandle hier im Vordergrund, das könnte ein bisschen älteres Häs sein. Das ist schon ein bisschen dunkler als die anderen. Es hat sicherlich schon das ein oder andere Jahr mehr auf dem Buckel als die etwas helleren. Und der Schandle ist ein recht beliebtes Motiv hier in Oberndorf. Das ist meistens auch die größte Gruppe. Ja, liebe. Ja, liebe Katrin Müller, da machen wir doch gerne mal mit. Das ist nämlich nicht nur einer der beliebtesten Narrensprüche hier, charakterisiert auch den Narrenmarsch. Ojerum, ojerum, die Fass nicht hat der Loch. Ja, lieber Holger, da kommen wir dann auch immer mal ein bisschen durcheinander, weil wir haben ja das ganze Verbreitungsgebiet. Manchmal ist es ein Häs, manchmal ein Gleitle. Es sei uns verziehen. Aber natürlich vielen Dank für den Hinweis. Sehr aufmerksam von dir. Oh!
Ja, und diesmal haben wir den Musikverein aus Röthenberg vor uns, der natürlich den Oberndorfer Narrenmarsch spielt. Geld im Sack zum Päckle auf Tabak. Oje, rum, oje, rum, dir passt nicht aus der Luft. So, jetzt hat der Reporter auch mal ein bisschen mitgesungen für euch, weil dieser Narrenmarsch verfolgt uns hier heute in Oberndorf noch den ganzen Tag. Ja, liebe Erika, dann sagen wir Tschüss und dir noch einen schönen Fasnetzdienstag und eine gute Zeit. Danke, dass du dabei warst.
liebe Miriam Kolbe, schön, dass die Bäckerei Stemke uns auch Grüße sendet. Da gehen wir natürlich gerne auch in der Mittagspause hin hier in Oberndorf. Liebe Barbara, lass das schmecken beim Frühstück und viel Spaß in Heiligenbronn nachher. Ja, vielen Dank, lieber Holger und lieber Klaus. Deswegen machen wir den Livestream, dass du mit uns das schöne, den schönen historischen Narrensprung hier verfolgen kannst. Lieber Klaus, dann viel Spaß bei der Arbeit. Wir sind auch schon ein paar Stunden im Einsatz heute. Und liebe Heike, danke für das Kompliment. Ja, liebe Francesca, auf alle Fälle, das lohnt sich. Da musst du nächstes Jahr auf alle Fälle vorbeikommen. Immer wieder schön. Ja, und da sehen wir dann noch mal eine Schandle-Kapelle. Ja, liebe Olga, das Wetter macht in der Tat mit. Es war mal ein bisschen leicht windig und ein bisschen
Nieselregen war da, aber jetzt haben wir wieder blauen Himmel und sogar ein bisschen Sonnenschein. Ja, liebe Wildrut, nächstes Jahr wird Rottweil definitiv wieder was. Da hatten wir leider technische Schwierigkeiten in Rottweil und haben aber jetzt dazugelernt und wie ihr seht, klappt es jetzt hervorragend. Ja, und die letzten Schandle sind zu sehen. Und wer jetzt ganz genau noch ins Bild schaut, in die Bildmitte, sieht den Polizeischandle. Der Polizeischandle ist in Oberndorf eine Einzelfigur und bildet traditionell den Abschluss des Narrensprungs. Und er unterscheidet sich mit seiner stattlichen Figur ganz ziemlich deutlich sogar vom normalen Schandle. So, jetzt habe ich mit euch einen kleinen Schwenk gemacht. Einen kleinen Schwenk dahingehend, dass ihr jetzt noch die letzten Schandle von hinten seht. Für uns ist damit der Oberndorfer Narrensprung beendet soweit. Wir müssen jetzt eifrig Videos schneiden für euch, Bildergalerien sortieren. Wir haben auf schwarzwälderbote.de wieder einen Live-Blog, da könnt ihr euch gerne reinklicken. Der fasst nochmal alle Highlights in der Region zusammen. Und wir wünschen euch noch eine glückselige Fasnacht. Genießt das Wetter, hier haben wir jetzt auch wieder Sonne, geht auf Umzüge. Macht das Spektakel noch ein bisschen mit, denn bekanntlich ist morgen Aschermittwoch und alles vorbei. Also liebe Leute, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und in diesem Sinne, ciao, ciao und eine glückselige Nacht.